Und willkommen zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Part C von der 614 und wieder mal auf der Mission, um jemanden zu retten. Und ich hoffe nur, dass wir diesmal eine Belohnung kriegen. Und fick dich, du Pisser. Was wollte ich jetzt sagen? Also egal. Flamini kannst du Glut einsetzen, Neckers nicht. Oh, das ist schön. Ja, du bist eine große Hilfe. Warte mal, ich muss dir noch wieder eine Signalbeere geben, bevor du mich hier abplatzt. Moment. Items. Ich hätte, glaube ich, welche mitnehmen sollen. Ah, ich habe noch genug, das passt. Okay, hier bitte. Da hast du. Sterb bitte nicht. Wie gesagt, keine hohen Anforderungen, das Team soll einfach nur nicht sterben. Mehr will ich gar nicht von ihnen. Und wenn ich im Weg stehen. Oh, hi, warum sind hier so viele Pflanzentypen? Ich habe einen Käfertyp dabei. Ich hätte, glaube ich, mal ein Kilo nehmen sollen. Obwohl. Aber soll's. Ist auch egal. Ich habe Flamini, das reicht. Und ich kann ja mein Gesicht gegen andere rammen. Das ist doch. Ah. Oh Gott, Mikro. Und ich kann mein Mikro hauen. Das bringt im Spiel nicht viel, aber was soll's. Nice. Okay, Flamini, Feuer drauf, Lustband. Alles nieder, was du hier siehst. Alles. Egal, wie es rumschreit, brenn es nieder. Spezialband. Gebe ich das jemandem? Ich weiß nicht. Ein Spezialangriff. Ich glaube, die behalten lieber erstmal die Sinebeere. Ja, die behalten die Sinebeere. Wenn sie dann mal welche brauchen und keine tragen, dann sind die bestimmt nicht in Schusslinie. Also behaltet die mal lieber. Ich wurde abgeleckt. Und wieder abgeleckt. Huhnapfel. Bitteschön. Ein paar Blätter. Autsch. Oh, shit. Yay, Level Up. Ladybar. Das ist so toll. Zumindest lebst du noch. Wirklich mehr erwarte ich gar nicht von dir. Vielen Dank, aber die hätten wir uns auch sparen können. Aber was soll's? Wir haben ja weniger als ich dachte. Oh, fuck. Ja, ich hätte, glaube ich, aufstocken sollen. Aber soll's. Es passt. Denke ich. Ich bin mir ziemlich sicher, hier kommt ein Bosskampf. Sehr ziemlich sicher sogar. Ja, der Satz macht Sinn. Ich bin der Meister der hier Grammatik. Wo war ich noch nicht? Oh, warte. Ich glaube, ich sollte hier runter. Ich hätte echt Sinebär mitnehmen sollen. Fuck. Wie immer, super vorbereitet. Aber sowas von. Nicht. Fuck. Oh, hi, Honyu. Warte. Dich treffe ich von hier. Boom. Oh, was soll's. Es reicht. Du pennst. Die lassen wir auch schlafen, bitte. Dankeschön, Team. Es wird lustig, wenn die jetzt mal Attacken lernen, die hier Dingens auch weitreichender sind. Die werden alles aufhängen. Das wird toll. Und noch mehr Geld. Yay. Kann ich mir wieder Belebersam kaufen, wenn sie welche im Angebot hätten. Oh Gott, sie wäre. Die brauche ich. Okay. Oh. Flamini, mach schon das. Oh Gott. Ah, fuck. Das ist nicht gut. Aber das ist gar nicht gut. Ah! Ficken! Oh Gott, 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 oh Gott. Flamini ist dann eine Sinebeere. Wieso? Dankeschön fürs Treffen. Nein, greift doch nicht den an. Lass mein Vogel in Ruhe. Dankeschön. Oh, wieso? Könntest du nicht bitte einmal treffen? Dankeschön. Na, geh doch. Und ich gehe mal wieder an den Sinebeere. Frau Junge. Männer haben wir, glaube ich, keine mehr. Hier, bitte. Oh Junge, ich hätte echt welche mitnehmen sollen. Scheiße. Und du bist ein Plosivsamen. Ja, okay, die kann ich auch gebrauchen. Ich habe keine Ahnung, wo der Bosskampf hier gegen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass deiner war. Treppe. Okay, wo war der U10, glaube ich? Und oh, nicht mehr krank. Ich sollte nicht so viel rumschreien, glaube ich. Das wäre schon hilfreich. Aber ne. Ne. Das ist meine Teamanfeuerungstaktik. Ich schreie einfach rum. Das stärkt die Teammoral! Ungemein! Keine Ahnung. Sonst soll ich einfach nur, dass wir es nicht schaffen werden und alle sterben werden. Elendig. Das schreien doch besser! Ein bisschen. Ein bisschen. Ach. Oh, Gott, Sinebeere. Ah, Fing. Ja, okay, lag das Band hier. Keine Ahnung. Nee.
Ja, Bandpapier. Brauche ich eh nicht. Oh. Hui! Okay. Oh Gott. Schnell den Rückzug antreten. Sie haben uns nicht gesehen. Wetten, dass hinten die Treppe war. Oh, hi, Honliu. Was wollte ich jetzt sagen? Also egal. Hier ist ein Tackle! Okay, Flemmi, bleib bitte nicht zurück. Nice! Ja gut, Hälfte haben wir. Und noch leben wir. Haben nur... Oh, ach, was soll's denn? Ess ich einfach. Bevor der Magen leer ist. Und das ist so extrem nervig. Ess ich ihn erstmal. Okay, Norm. Yes. Was nur sofort oder wird zweitläufiger? Kann doch meine Paranoia sein, keine Ahnung. Ach, ficken. Oh Gott, du bist Typ Feuer. Oh, das ist nicht gut. Ha, bitte setz nicht Glut ein. Oh Gott. Ja, hau weiter drauf, ist mir egal. Nur setz nichts mit Vollfeuer ein, bitte. Oh, ah! Okay, ich hab noch einen Billy-Wasser. Das ist kein Grund zur Panik. Einen haben wir noch. Und wir können vor dem Bosskampf speichern. Das ist kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik. Ich gebe mir so lange ein, bis ich aufhöre, panisch zu werden und... Wie gesagt, meine, um mein Team aufzubauen, sage ich entweder, wir werden alle elendig sterben, oder ich schreie sie an, oder ich mache... Ich bin nicht gut drin, mein Team zu motivieren, okay? Also, bleibe ich besser beim Anschreien, glaube ich. Flemmi, setz bitte voll vor ein. Na, haben vergessen. Ah! Glut war's, okay. Ich sag einfach weiter Feuerfeuer dazu. Setz bitte Feuerfeuer ein. Dankeschön. Level up! Ja, mein Level ist gestiegen. Ich bin glücklich und werde fast heulen, weil ich nur noch einen Lebersamen habe. Aber zumindest ein Level up! Yay! Mein schöner Lebersamen. Ist nicht so, dass die nur so gut wie nie welche im Angebot haben oder so. Nein, überhaupt nicht. Ficken Sackgasse. Okay, bleib ganz ruhig in der Himmel. Du kannst dir wieder einen neuen holen. Und du hast noch welche im Lager. So ein, zwei, glaube ich. Keine Ahnung, es waren wenig. Das weiß ich noch. Na, dammit. Falscher Knopf. Wirst du bitte... Sterben! Dankeschön! Level up. Ja, mein Level ist gestiegen. Das ist schön, Flemmi. Wir haben gerade größere Sorgen, aber ja, es ist schön. Wirf jetzt nicht in der Siebenbeere nach mir. Ach, vielen Dank auch. Falscher Knopf. Das wollte ich. Okay. Blätter! Zumindest kann ich die besiegen. Mit einem Schlag. Wie viele Siebenbeeren habe ich eigentlich noch? Ich habe noch die. Und die. Ich habe noch zwei. Drei mit der von Flemmi. Oh, das ist... scheiße. Oh, Junge. Ja, aber okay. Wir haben zumindest etwas mehr als die Hälfte. Treppe. Es könnte schlimmer laufen. Obwohl, was laber ich da? Der Bosskampf kommt noch, es wird schlimmer laufen. Okay, hi. Ladyboss, kriegen wir hin. Hau drauf. Ich hätte eigentlich auf einen Angriff gehofft, aber okay, fuck, ich wollte einen Attack einsetzen. Moment, ich kann ihn nur mit einem Stein treffen. Hab ich noch Steine? Ich hab noch genug Steine. Ich hab immer genug Steine, also bitte. Bam. Ha. Ah, ich liebe Steine. Wenn sie noch was bringen, am Ende sind die eh scheiße, aber... Muss ich auf jeden Fall die Dornen einsammeln oder was auch immer es da gab. Nehmen wir das eine Eisendorne und noch irgendwas. Ah, das sehe ich dann ja. Hallo, Flemmi, wenn ich bin darf. Voll, voll. Flemmi, du bist ein Idiot. Ah. Ah, es geht auch so. Wir haben es fast. Und oh Gott. Ich nehme es zurück. Und noch leben weiter, wollte ich sagen, aber wir sind so gut wie tot. Obwohl, das kriegen wir hin. Ficken, das wollte ich nicht. Ha, Mann. Nein, mir auf, ein Idiot zu sein. Leichter gesagt als getan. Geld. Ha, die habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Weiß mein Vogel nicht. Oh, Mann. Hörst du auf, meinen Vogel anzugreifen? Also echt. Oh, ein Orb. Du bist ein Wirbelorb. Ja, das brauche ich auch nicht. Und wo war ich denn noch nicht? Da oben. Okay. Oh, Junge. Das sind jetzt die letzten Treppen, die mir die meisten Probleme machen werden, oder?
Was guckst du eigentlich so? Geh weg. Sally, setz doch voll Feuer ein. Das bringt doch viel mehr. Mein Gott. Blöder Vogel. Ja, den kannst du eigentlich haben. Ja, den kannst du haben. Boden. Und werfen. Fress! Okay, Prüfer. Ist das eigentlich schon an? Da muss ich das anmachen. Nee, jetzt ist es aus. Oh. Warte mal, was machst du eigentlich? Aber was mach ich da eigentlich? Was mach ich da eigentlich? AP-Prüfer. Können Link-Attacken ersetzen, wenn der Verbindung kurz wieder auf ist. Oder können Attacken ersetzen, die an AP verbraucht sind. Ja, das kannst du eh nicht. Aber was soll's, ich werde es einfach aktivieren. Das kann nicht schaden, denke ich. Okay. Warum nicht? Wird's ja wohl nicht schlimmer machen. Treppe. Sind fast da! Nee, warte, das ist schlecht, dass der Boss kommt. Sind fast da! Fuck! Blatt! Ja, das bringt dir auch nicht viel, also. So, bye! Oh Gott, die Gesichter von denen. Nice! Oh, noch eine Ebene. Ah, nicht nice. Überhaupt nicht nice. Oh, ein Quapsel! Ich kann nicht fertig machen. Yay. Habe ich nicht das Areal von denen? Habe ich mir das jetzt... Nee, warte, ich habe das Areal von denen, oder? Einen Moment. Nee, aber ich kann Duflo anwerben. Ha, supi. Ah, gar kein Duflo. Dann mache ich mal Marienkäfer hier am liebsten. Oh Gott, hi. Oh, Flimmy, das wäre es für dich. Ha, Tackle. Ramm die Riesenwespe. Oh Gott, 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 oh Gott. Dankeschön. Oh, bei dem machst du das nicht, hä? Oh, warte, ich wollte... Item... Ah. Stein! Hey! Oh Gott, es lebt noch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Ah, lass es leben. Oh Gott. Ich hab nur noch einen Belebersam. Oh, hörst du wohl mal auf, auszuweichen? Mein Gott! Okay, das ist dann jetzt die letzte Sinebeere, oder? Ja, ist es. Nee, warte, ich hab noch... Okay, das ist die vorletzte. Das ist auch nie wirklich besser. Hier bitte, Ladybar. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Apfel! Aber hey, wir haben was zum Frustessen, das ist doch auch was. Immerhin. Immerhin. Okay, oh Junge. Oh Junge! Ich will nicht. Gehen wir. So, bin ich schon da? Soll ich doch Papamongas Freunde befinden? Oh. Oh, hey! Wir haben dich gesucht. Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut, aber... Großartig, der Freund wartet auf dich. Tengulis ist weiter hinten. Was? Tengulis? Ach, der ist ja auch noch da. Fuck. Gehen wir. Oh, hi. Hallo, wie geht's dir? Komm zu dir. Kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Von hier verschwinden? Was ist denn jetzt los? Warum ist es plötzlich so dunkel? Ah, you don't say... Oh Gott, zur Seite ihr! Er wagt es, meinen Schlaf zu stören. Okay, er hat's verdient. Bei anderen kenne ich keine Gnade und das schließt euch mit ein. Wieso? Tengul ist es verschwunden. Oh, wie furchtbar. Ich bin Zapdos, die Verkörperer von Blitz und Donner. Warum bleibt sowas immer an uns hängen? Wenn ihr Tengulis retten wollt, dann klemmt den Donnerberg. Ist es das wirklich wert, Flamly? Ich weiß es ja nicht. Zapdos, das ist also doch, das ist doch das legendäre Pokémon. Warte mal. Das ist das legendäre Monster. Oh, Ficken. Yippie, gerettet! Ich bin so glücklich! Ich meine, der andere ist zu seinem Verderben getragen worden, aber scheiß drauf, ich bin gerettet, also was soll's. Mehr Arbeit vor uns. Aber ich bin zwar jetzt nicht sicher, aber Tengulis steckt in Schwierigkeiten. Bitte erzähl uns ganz genau, was passiert ist. Ja, also, Tengulis hat mit seinen Blättern Wind entfacht. Und befreite mich so. Aber diese Winde haben eine Wolke auseinandergerissen. Und als das geschah, taucht dieses Monster im Himmel auf. Das Monster, es sagt, es hieß den Zapdos. Sagtest du Zapdos? Oh, hi. Simsala! Zapdos, eines der legendären Vogel-Pokémon. Ich hörte, es habe lange Zeit geschlafen, bis dieser Idiot es aufgeweckt hat, aber... Ich dachte, was jemand bei mir machen würde, wäre ich auch angepisst. Ob ich jemanden entführen würde, deswegen weiß ich nicht genau. Jawohl. Es kommt drauf an. Hat Tengulis es aufgeweckt? Nein, der Wirt von Tengulis war lediglich der Auslöser.
Schließlich war bereits die dortige Abwesenheit aller Winder unnatürlich. Dies muss von den jüngsten Naturkatastrophen verursacht worden sein. Die Welt wird enden! Zapdos ist wütend darüber, aus seinem Schlaf geweckt worden zu sein. Kann ich verstehen. Der Gutes muss gerettet werden. Aber Zapdos wird nicht einfach sein. Seine Elektroattacken sind richtig gemein. Oh, ich bin Pflanze, das passt. Das bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir werden auch helfen. Wir suchen Tengulis. Was? Das ist gefährlich. Zapdos ist mächtig. Es ist wahrscheinlich, dass dies eure Kraft übersteigt. Hab's dir doch gesagt. Wir sind scheiße, Flemly. Überhaupt nicht wahr. So schwach sind wir doch gar nicht. Doch sind wir halt den Schnabel. Und außerdem macht uns Zapdos keine Angst. Natürlich nicht. Niemals. Also bitte. Rennen wir zur Rettung. Seid ihr schon einmal von einem elektrischen Schlag getroffen worden? Dann riss der ganze Körper taub und zittert. Kein Problem, wir sind todesmutig. Oder einfach nur dumm. Ich glaube eine Mischung aus beidem. Kein Problem! Zapdos ist richtig fies. Es ist im Stand und verspeist euch zum Frühstück. Ist euch das klar? Könnte schlimmer enden. Wir sind auch ein Retterteam. Wir wollen dir Gutes helfen. Flemly, du bist ein Idiot, aber ich mag dich. Gut, ich sehe, ihr habt Mut. Yay! Unsere beiden Teams sollten jeweils einzeln den Donnerberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir uns auf diesen Kampf vorbereitet haben. Wir wollen die Stärke unseres Gegners wissen, während wir äußerst vorsichtig vorgehen müssen. Sollte die Reise zum Donnerberg nur gut vorbereitet antreten, sonst werden wir sowas vergessen. Unser Ziel ist es, Tergulis zu retten. Mögen wir erfolgreich sein. Ja, ich bin zu allem bereit. Nein, mehr, lass uns Gutes tun. Wir werden sterben, aber okay. Yay! Oh Gott. Warum? Oh Junge, mach ich beim nächsten Part. Also das verlässt Pokémon ist die Dungeon Part. Ich hab's total vergessen, ich glaube es war 10. Ist auch egal. Danke fürs Angucken. Miep, miep.